So, herzlich willkommen zu einem, naja, Unboxing kann man nicht sagen, aber einer kleinen Review von dem Moment. Das ist das Yongnuo YN160 Pro LED Video Light. Was ist das? Was kann das? Was tut man das? Was kostet das? Und wozu brauche ich das? Keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich das beantworten werde. Aber ich denke, was es kann, ist schnell beantwortet. Und zwar so. Tada! Das hier ist das Videolicht. Und es leuchtet ganz herzallerliebst. Dabei kann man es in der Helligkeit verstellen. Jetzt mache ich es gerade etwas dunkler. Man kann es mit diesen wunderschönen Barndoors einigermaßen akkurat, nicht wirklich, eben auf eine bestimmte Fläche dann reduzieren, wo es hinscheinen soll. Des Weiteren kann man hier oben Filter rein und raussetzen. Jetzt nehmen wir mal den Blaufilter dazu hier. Und hat durch den Standfuß dann eine wunderbare kleine kompakte Videoleuchte. Nicht zu unterschätzen ist das Ganze von der Helligkeit her, wenn man das zu hell macht und reinguckt, ist man kurz blind. Es hat ungefähr die Helligkeit von einem Baustrahler, 350 Watt Baustrahler, sowas in der Gegend als Vergleich. Kostet 80 Euro, kommt mit einem wunderschönen Adapter Standfuß unten, mit einem integrierten Blitzschuhadapter. Der wird auch gleichzeitig für den Standfuß benutzt. Und ich vergesse immer, wo die Kamera ist. Das ist der Blitzschuhadapter und das ist der Standfuß. Der kann auch auf ein Tripod, Moment, Stativ draufgeschraubt werden. Und kommt zusätzlich noch mit einer wunderbaren Handhalterung, die man dran schrauben kann. Einer exzellenten Aufbewahrungsbox, wirklich. Also Box ist es nicht, aber dieses Netz hat innen drin ein separiertes Fach, wo man die Kleinteile reintun kann. Super Ding, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Und das Ding passt perfekt rein. So, was kostet der Spaß? Der Spaß, so wie er hier steht, mit der Box, kostet, ich meine, es wären 80 Euro gewesen. Das Ganze kam aus Hongkong. Kommt mit diesem Filterpack dazu, der blaue Filter hier inklusive drin. Kommt mit dem Fuß, mit dem Händel, mit alles dazu. Man kann es auf die Kamera drauf machen, man kann sonst was machen. Und läuft entweder sehr schön mit Akkus, das ist ein Kameraakku, der da reinpasst. Es passen verschiedene Modelle ein, das kann man dann hier öffnen, Akku raus und dann eben zum Beispiel jetzt einen Adapter für einen, wo haben wir es hier, für einen anderen Akku. Wird stattdessen reingesetzt, dann kann man eben andere Arten von Akkus reinsetzen, welche steht bei denen auf der Amazon-Seite, welche Akkus da passen. Und ansonsten läuft das auch mit 8 AA-Batterien, also die ganz normalen Haushaltsbatterien, die man so kennt. Das Ganze ist, ja, ist viel Plastik, aber dennoch solide gebaut. Wenig Bedienknöpfe, wie man hier vielleicht sieht. Wir haben einen Anschalter, wir haben heller, dunkler und wir haben einen Batterieteschalter. Das klappt natürlich nur, weil ich einen Akku drin habe. Ja, nicht wundern. Ich würde das Ding auf jeden Fall empfehlen. Ich bestelle mir zwei davon. Hier nochmal die Verpackung dazu und Top-Ding. Kann man nur empfehlen.